Frühmorgens hilft der 15-jährige Alik Alabati mit bei der Arbeit auf dem Hof seiner Mutter. Wasser ist knapp in der Zentralregion von Malawi, einem Binnenland im südlichen Afrika. Nach der Arbeit macht Alik sich auf den Weg zur Schule. Ich gehe jetzt. Aliks Mutter holt Nachschub an Wasser im Bett des nahen Flusses. Schon kurz nach der Regenzeit ist dieser wieder ausgetrocknet. Letztes Jahr war die Dürre besonders schlimm. Im Zentraldistrikt muss deswegen ein Drittel der Menschen Hunger leiden. Im Süden des Landes sind es noch mehr. From the center to the circumference, then we are saying it's a red eye. What is the measurement? So the best way of, In der Schule hat der Geometrieunterricht begonnen. Obwohl sie zu Hause als Arbeitskräfte gut gebraucht werden könnten, gehen diese Kinder zur Schule. Bildung für die Zukunft. Das ist auch eine Folge der Schulküchen, die in letzter Zeit gebaut wurden. Die meisten Familien sind arm und wegen der Dürre haben sie zu wenig zu essen. Dank diesem Programm haben die Kinder wieder volle Mägen. Die Schulküchen sind vom malawischen und schweizerischen Roten Kreuz gebaut worden, mit finanzieller Hilfe der Glückskette. Jeden Morgen bekommen die Schülerinnen und Schüler eine warme Mahlzeit. Heute einen Brei aus Bohnen. Kommt in zwei Reihen. Dank dem Essen, das sie hier bekommen, besuchen die Kinder die Schule regelmäßiger als früher. Und sie können sich besser konzentrieren. Das Essen nützt uns. Vorher waren wir meistens hungrig, vor allem gegen Mittag. Aber jetzt sind wir satt. Aliks Mutter ist als Selbstversorgerin allein dafür verantwortlich, dass zu Hause Essen auf den Tisch kommt. Ihr Mann ist gestorben und die Dürre macht alles noch schlimmer. Normalerweise ernten wir 10 Säcke Mais. Aber dieses Jahr hat es kaum geregnet und es wird wohl weniger werden. Ich schaffe es selten, Alik Essen zu besorgen. Daher bin ich froh, dass er in der Schule eine Mahlzeit bekommt. Dank dem Roten Kreuz und der Glückskette können rund 10.000 Kinder in der Region mit vollem Magen die Schule besuchen.